Wenn wir an Pokémon Spin-Offs denken, dann kommt uns vielleicht Mystery Dungeon oder Snap oder Pokémon Pinball in den Sinn. Wir reden heute aber über ein winziges Side-Game, das ich wette noch nicht mal 10% von euch kennen. Wir reden heute über Pokémon Traumradar. Traumradar erschien im Oktober 2012 für den 3DS, gleichzeitig mit Pokémon Schwarz und Weiß 2. Das ist ganz witzig, weil Schwarz und Weiß 2 erschien nicht für den 3DS, sondern nur für den DS. Das ist wieder ein super Beispiel dafür, wie Pokémon immer der Hardware von Nintendo hinterherhinkt. Aber genau deswegen wurde anscheinend Traumradar rausgebracht, damit eben Pokémon-Fans auch den 3DS kaufen. Das Spiel hat ganze 2,99 € im eShop damals gekostet. Und ich sage damals, weil, wie ihr hoffentlich wisst, der eShop ist Geschichte, den gibt's nicht mehr, der hat geschlossen. Man kann Traumradar heute nicht mehr kaufen. Zum Glück habe ich mir damals kurz vor der Schließung alle möglichen Pokémon-Spiele im eShop gekauft und heruntergeladen. Also kein Problem da. By the way, das Gen 5 Video dauert noch ein bisschen. Mir fehlen ganze 9 Pokémon noch, wo man denken könnte, das dauert doch nicht so lang. Aber das dauert noch ein bisschen dank diesem Zitat aus dem Gen 4 Video. Vor allem, weil ich wahrscheinlich probieren werde, alle versteckten Fähigkeiten von den Mons zu kriegen. Aber zurück zu Traumradar. Worum geht's da eigentlich? Wir helfen Professor Burnett bei der Erforschung der Traumkluft. Ihr kennt sie wahrscheinlich eher aus Sonne und Mond, aber in Traumradar hatte sie tatsächlich ihren ersten Auftritt. Wir unterstützen sie, indem wir Traumwolken, ich sag mal, zerplatzen lassen und dadurch Traumtropfen aufsammeln. Aber wie sieht das Ganze im Gameplay aus? Zum einen benutzen wir die eingebaute Kamera vom 3DS. Traumradar ist nämlich ein Augmented Reality Game, was heutzutage definitiv nicht mehr als solches durchgehen würde. Im offiziellen japanischen Artwork für das Spiel sieht man sogar AR im Logo stehen. Im Spiel betreten wir dann die Traumkluft und können durch unsere Kamera den Raum sehen, in dem wir uns gerade tatsächlich in Real Life befinden. Und dann schwirren diese Traumwolken eben um uns rum. Aber seht ihr hier, was ich meine? Das ist nicht wirklich AR, das ist nicht wirklich Augmented Reality. Die Wolken agieren in keinster Weise mit unserem Raum. Da könnte auch einfach ein Bild sein. Was das Spiel aber benutzt, ist die Gyro-Funktion vom DS. Also die Funktion, dass der DS weiß, wie er geneigt ist, wo er gerade hinguckt und so weiter. Also wir müssen uns physisch im Raum tatsächlich herumdrehen, um unsere eigene Achse drehen, um alle Wolken zu finden. Und mit dem Dream Dimension Dive System, also kurz gesagt DDDS, also 3DS, können wir diese Wolken dann quasi mit unserem Strahl, den wir abfeuern, einfach platzen lassen. Und dadurch auch dann die Traumtropfen einsammeln. Das Einsammeln sieht einfacher aus, als es ist. Man muss sich ziemlich verrenken und weit im Raum herumdrehen, um alle Wolken zu finden. Das kann dann etwas goofy aussehen, vor allem wenn man als Streamer an Kabel gebunden ist. Was? Warum denn die andere Richtung? Warum hinter mir? Ich kann nicht hinter mir. Ein paar Wolken können eben Pokémon enthalten. Wenn man so eine Wolke platzen lässt, muss man eine fette weiße Kugel mit seinem Strahl treffen, bis dieser Balken hier oben gefüllt ist und man so das Pokémon gefangen hat. Am Anfang ist es sehr einfach, diese Pokémon mit dem Strahl zu treffen. Umso mehr man aber im Spiel freigeschaltet hat, desto seltenere Pokémon findet man und desto schwieriger sind diese natürlich zu fangen. Ich kann nicht. Mein Kabel. Ey. Das Spiel hat jetzt aber einen großen Haken. Am Anfang kann man 10 Wolken auf einer Mission aufdecken. Wenn man diese 10 Wolken, ich sag mal, geschossen hat, muss man Echtzeit abwarten, bis man wieder 10 Wolken finden kann. Genau genommen dauert es 5 Minuten, bis sich eine Wolke wieder regeneriert hat. Sollte man Spielmünzen auf seinem 3DS haben, so kann man 5 Stück einsetzen, um sofort alle Wolken wieder auftauchen zu lassen. Das kann man aber nur 3-mal am Tag machen. Zum Glück kann man einfach das Datum auf dem 3DS einen Tag nach vorne stellen und schon kann man wieder 3-mal 5 Spielmünzen einsetzen. Münzen, wie ihr wahrscheinlich wisst, generiert man, indem man mit seinem 3DS spazieren geht, also die Vibration wie ein Schrittzähler, und alle 100 Schritte bekommt man eine Spielmünze. Auch hier, man kann maximal 10 Spielmünzen am Tag bekommen, aber das lässt sich auch einfach lösen, indem man das Datum einen Tag vorstellt. Mit den gesammelten Traumtropfen kann man dann in der Werkstatt Upgrades freischalten. Was man sofort tun sollte, ist die maximale Anzahl an Wolken zu erhöhen. So konnte ich nach 3 Upgrades 25 Wolken pro Forschung finden, also anstatt mausige 10. Ich habe auch meinen Strahl 3-mal geupgradet, um Pokémon schneller fangen zu können. Die restlichen Upgrades bringen meiner Meinung nach gar nichts.
Jetzt aber der wichtige Teil. Warum sollte man dieses AR-Game überhaupt spielen? Sicher nicht wegen dem Gameplay. Glaubt mir, das wird nach einer halben Stunde ziemlich fad, denn es ist wirklich dauernd das Gleiche. Wolken abschießen. Aber für mich als Sammler gibt es definitiv ein paar Schätze dort. Zum einen ist jedes Pokémon, das man in Traumradar fängt, in einem Traumball. Logisch. Cooler Ball, auf jeden Fall. Aber auch hat jedes Pokémon automatisch die versteckte Fähigkeit. Aber der Hauptgrund ist, Traumradar ist das erste Spiel, in dem ich die Tiergeistformen fangen kann von den Genies. Von Boreos, Voltolos und Demeteros. Nicht jetzt, dass die unbedingt schön aussehen, diese Tiergeistformen. Ich meine, das in Legends Arceus hat dann komplett den Vogel, die Schildkröte abgeschossen. Aber ein Sammler will alles. Weil ich eben in meinem Origin Dex jedes Pokémon dort fange, wo es das erste Mal vorkam. Und die Tiergeistform kam eben das allererste Mal in Pokémon Traumradar vor. Es gibt aber noch einen richtig, richtig geileren Grund, warum man Traumradar spielen sollte, aber dazu komme ich gleich. Zuerst muss ich euch noch ein bisschen was zu den Genies erzählen. Die werden im Spiel freigeschaltet, wenn man eine gewisse Anzahl an Traumtropfen gesammelt hat. Dabei ist es egal, wie viele man davon ausgibt, es kommt nur darauf an, wie viele man insgesamt gesammelt hat. Nach 400 erscheint dann Boreos. Die Professorin spricht einen dann nämlich an und gibt dir eine spezielle Linse, mit der du die Forschung für Boreos starten kannst. Ich würde euch gerne sagen, dass das Gameplay hierfür ein bisschen anders ist als vom Standardspiel, aber außer dass es kein weißer Orb ist, sondern Boreos selbst, ist nichts anders. Man muss einfach wild mit dem 3DS herumwirbeln, um irgendwie den Strahl auf Boreos zu richten, um den Balken voll zu machen. Geh nicht hinter mich! Boah, es ist nervig. Kannst du bitte wieder vor mich gehen? Okay, 2 von 10. Da ist es. Und leider ist das mit allen drei Genies das gleiche. Außer, dass sie immer mehr aushalten und man so einfach länger gegen sie, naja, kämpfen muss, ist es immer das gleiche. Für Voltolos braucht man dann 1500 Traumtropfen und für Demeteros 3000. Ich hatte hierbei allerdings ein Problem. Ich habe definitiv 3000 Punkte gesammelt und das kann man ja ganz einfach nachzählen, aber kein Demeteros kam. Dann habe ich nachgelesen, dass, nachdem man einen Genie gefangen hat, die Traumtropfen intern resettet werden. Also braucht man nicht 3000 insgesamt, sondern addiert 4900. Also habe ich weiter gegrindet und dann kam auch Demeteros. Aber halt weit vor 4900. Also keine Ahnung, wie das Spiel die Punkte zählt. Es kam nicht bei 3000, es kam auch nicht bei 4900. Es kam irgendwo dazwischen. Also es kann vielleicht sein, dass man oft genug eine Forschung gemacht haben muss, um alle Dialoge von der Professorin freizuschalten und erst ab gewissen Dialogen kann überhaupt Demeteros kommen. Also keine Ahnung, warum das bei mir zu einer gewissen Zahl kam. Macht einfach so lang, bis es erscheint. Es wird auf jeden Fall kommen. Aber dann hatte ich eben alle drei Genies in Traumbällen und in ihrer Tiergeistform. Im Hauptmenü kann man sich dann mit der eingelegten Cartridge von Schwarz oder Weiß 2 verbinden und die Pokémon auf das Hauptspiel übertragen. Aber ihr glaubt doch nicht, dass mir das reicht. Wenn wir schon Traumradar jetzt gegrindet haben mit den ganzen Punkten, dann hole ich mir gefälligst auch alle Pokémon, die es dort zu holen gibt. Und das sind diese hier. Da sind ein paar coole dabei, wie natürlich ein paar Gen 5 Pokémon, wobei eigentlich nur 2, Somniam und Simbolara. Aber neben den Tiergeistern sind es eben 18 Pokémon, die man dort kriegen kann. Auch so coole Sachen wie Krypok und Rotom. Und übrigens kann es jedes Mal sein, dass in einer Wolke kein Pokémon drin ist, sondern nur ein Item. 3 Pokémon sind einfach gemacht. Das sind Tanhelf, Fleckmann und Hoothoot. Da braucht man nämlich einfach nur eine Tastenkombination eingeben und dann schaltet man die frei und kann sie einfach dort in der Wolke fangen. Das sind diese Tastenkombinationen, die man dann eben im Labormenü eingeben muss. Die restlichen Pokémon muss man dann aber doch ein bisschen grinden. Ich habe einfach losgelegt und Wolken ohne Ende zerplatzt in der Hoffnung, alle Mons so random zu finden. Spielmünzen habe ich mir jeden Tag neu geholt, indem ich tatsächlich spazieren gegangen bin. Und jetzt kommt mir ja nicht mit, aber Leo, es gibt eine App, mit der kannst du dir ganz einfach Spielmünzen auf den 3DS draufschieben. Cheater, hallo? Zum Glück gibt es einen Trick, das ist noch nicht mal ein Trick, es ist einfach Gameplay, aber das Spiel erklärt es dir null. Die Traumtropfen aus den Wolken haben verschiedene Farben. Je mehr Genies man fängt, desto mehr Farben kommen hinzu. Jede Farbe steht also für eine Rubrik an Pokémon. Hier seht ihr, ich habe es ein bisschen in so eine Tabelle gepackt. Die Farbe, die man in einer Forschung am meisten aufsammelt, in dieser Farbkategorie befindet man sich dann in der nächsten Forschung.
Die richtige Farbe zu sammeln ist allerdings ziemlich schwer, da die Tropfen schnell wieder verschwinden. Der Trick ist aber, man hat immer mindestens eine Wolke in einer Forschung. Also solange man sich keine neuen Wolken holt, durch Warten oder eben Münzen, kann man einfach eine Wolke aufplatzen lassen und dann nur einen Tropfen mit der richtigen Farbe aufsammeln. Und schwuppdiwupp ist man in der nächsten Runde in der Kategorie, die man extra will für ein bestimmtes Pokémon, was man sucht. So war es dann sehr einfach, die restlichen Pokémon zu finden. Und hier sind sie eben. Alle Mons aus Traumradar in einem Traumball und mit versteckter Fähigkeit. Aber das war's noch nicht. Ich hab doch gemeint, es gibt eine besonders coole Sache noch. Genau gesagt, 5 coole, legendäre Sachen. Je nachdem, welches Gen 4 Spiel man im 3DS eingelegt hat, während man Traumradar spielt, kann man dann das Boxlegi von diesem Spiel fangen. Habe ich Diamant eingelegt, so finde ich Dialga in einer Wolke. Bei Perle Palkia, bei Platin Giratina, das ist alles ziemlich logisch. Bei Soul Silver Lugia und bei Heart Gold natürlich Ho-Oh. Und auch ich hatte nicht alle Spiele. Heart Gold habe ich noch nie besessen. Und da lohnt es sich ein bisschen Streamer zu sein, denn einer meiner liebevollsten Supporter, Mariko, hat mir ihr Heart Gold ausgeliehen. Deswegen vielen Dank, Mariko. Und so hatte ich dann tatsächlich alle 5 Legis. Aber das ist immer noch nicht alles. Je nachdem, wie viele Orden man in dem Schwarz-Weiß-Spiel freischaltet, also das Spiel, wohin man die Pokémon aus Traumradar überträgt, umso ein anderes Level haben die. Wenn man keinen Orden hat im Spiel, haben die Pokémon, die man aus Traumradar überträgt, Level 5. Und so kann man sich eben diese 5 mega geilen Box-Legis aus Gen 4, alle 5, holen mit Level 5. 5, 5, 5. Gen 5, Level 5, 5 Legis. Also wenn das kein Grund für Sammler ist, Traumradar zu spielen. Solltet ihr so versessen darauf sein, seltene Mons euch zu holen, so wie ich, dann empfehle ich euch definitiv, irgendwie Traumradar euch zu holen und diese seltenen, coolen Level 5, vor allem Legis und natürlich die Tiergeistform, holt sie euch. Es ist einfach cool, die zu haben im Traumball. Solltet ihr jetzt einfach nur gerne Pokémon spielen? Naja, das Spiel ist nicht wirklich gut, natürlich. Ich meine, was will man für 3 Euro verlangen? Es ist jetzt nach einer halben Stunde oder sogar schon kürzer, es ist die ganze Zeit das Gleiche. Es ist jetzt kein Meisterwerk. So, ich hoffe, das Video konnte euch einen schönen Eindruck von Traumradar machen. Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr es schon gespielt habt, damals, und ob ihr es jetzt vielleicht irgendwie spielen werdet, wegen diesem Video. Würde mich sehr interessieren. Und natürlich, wie immer am Ende von einem Video, danken wir unseren Patrons. Vielen, vielen Dank für den Support. Megumina, Mauri, Jonas, Devilbee, Linky, Zorro, JGamer, Robin, Superphil, Mika, Manic, Matthias, Majora, Menemon, Azrael, Itako, Danuva, Captain Krawall, JJ, Mayrick, Marco Brein, Hamke, der Faskai, Eva, Dalpranion, Henriette. Ich muss mir das einfallen lassen, ich kann euch nicht alle aufzählen. Vielen, vielen Dank für euren Support und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.